Heute lebt Mina einen Tag als Ayliva! Ja! Yay, yay! Leute, wenn ihr auch alle Ayliva-Fans seid, dann lasst alle auf jeden Fall ein Like da und kommentiert mit Hashtag Team Pink. Let's go! Wir sind Team Pink, Team Pink. Wir machen die YouTube-Welt bunt. Team Pink, Team Pink. Und keiner stoppt uns, keiner hält uns. Sonja, die Reise hat noch nicht mal begonnen. Ey, Mina, was macht eigentlich ein Superstar so? Also, was macht Ayliva denn so im Alltag eigentlich? Ins Musikstudio gehen und Konzerte, Musikstudio. Stimmt, sie muss ja ihren Song auch aufnehmen. Also das alles machen wir heute. Und Manager hat sie ja auch bestimmt, oder? Ja. Also wirst du heute den Manager bekommen? Hey, Ayliva Girl! Also, auf jeden Fall muss Mina jetzt ihre Stimme trainieren. Und dafür müssen wir jetzt ins Musikstudio gehen. Und dann, ja, das ist bei mir oben im Gamingzimmer. Da haben wir ein tolles Mikrofon. Und da singen wir jetzt mal ein bisschen ein. Ey, Mina, kannst du mir eigentlich 3 Songs von Ayliva nennen, die du kennst? Wenn? Was? Was sagst du? Es gibt ein Lied, der heißt Wind. Ein Wind heißt das Lied, okay. Wind, ja, kenne ich zwar nicht, aber... Lilien, ja, das kenne ich. Das ist richtig berühmt gewesen. Auch auf TikTok. Und was sagst du? Freak. Freak? Ja. Willst du mal... Oh, du musst eine Sache auf jeden Fall einsingen, Mina. Deswegen jetzt ab ins Studio mit uns. Leute, das ist unser Tonstudio. Oh mein Gott, Mina, bist du eigentlich aufgeregt? Ich meine, du musst jetzt eine Musik aufnehmen, hallo? Also Leute, ich bin ja hier Minas Managerin, ja? Wir machen das mal jetzt so, dass ich ihre Managerin bin. Und sie muss auf jeden Fall gleich etwas einsingen. Wie ihr sehen könnt, ja, haben wir hier Ayliva und Mero Remix gemacht von Sie Weiß, ja? Und jetzt muss sie all das hier singen. Sie wegen dir weint, weil du nicht bei mir bleibst. Bleibst, yeah! Leute, das muss Mina jetzt auf jeden Fall singen. Das ist ja das Lied von Mero, Sie Weiß. Auf jeden Fall, Mina, habe ich jetzt hier auch schon dein Mikrofon eingestellt. So, dann musst du jetzt hier auf jeden Fall reinsingen. Wir lassen dich mal hier im Studio mal alleine. So, einfach mal was singen. So, Leute, jetzt macht Mina auf jeden Fall ihr super Hit und das wird richtig cool. Am Ende des Abends hat sie natürlich auch noch ein Konzert, wo dann die Leute kommen. Leute, hört ihr das? Ja, die sind gerade auf jeden Fall schon ein. Finde ich richtig süß. Mina ist ja gerade mal 9 Jahre alt. Und ja, sie ist einfach jetzt eine Ayliva 2.0. Richtig cute. Guck mal, sie macht es richtig süß. Weiter, Mina, weiter singen. Genau. Richtig, noch ein bisschen höhere Töne. Let's go. Also, heute Abend ist ja Minas, in Klammern Aylivas, Konzert. Und was muss sie vor dem Konzert machen? Sie muss gut aussehen. Das heißt, wir machen uns jetzt erstmal eine Maske, richtig? Okay, und Mina nimmt auch direkt die Black Mask. Leute, die Black Mask, die ist richtig stark und die macht doch die Poren weg, damit sie schön in den Videoclips aussieht. Ihr wisst ja, die wird ja noch gefilmt und alles und da muss sie richtig gut aussehen. So, die Maske wird jetzt rangemacht. Genau so macht es Ayliva. Sie sieht immer perfekt aus vor ihrer Show. Hast du auch mal eine Show von ihr gesehen? Ja. Ich auch. Ich fand das so schön, wie hübsch sie immer slayt, oder? Und natürlich muss sie da auch eine schöne Maskenroutine machen, damit sie auch eine schöne Haut hat auf der Kamera und keinen Pickel, richtig? Ja. So, deswegen, Mina macht jetzt die Black Mask. Auf jeden Fall muss man bei einer Show auch richtig krass aussehen, also verschiedene Haarstyles haben. Ayliva hat ja immer richtig schöne Haare und ja, Mina bekommt jetzt auch noch ein bisschen pinke Haare. Let's go, Mina, bist du bereit? Okay, jetzt machen wir das, sie ist jetzt endlich bereit. So, wir machen jetzt am besten ihr geflochtenen Zopf einfach mal pinken. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ist einfach pink. Domina, Achtung. Einfach pinker Ponytail. Ist das nicht cool? Bomina, du bist jetzt perfekt für die Show vorbereitet. Hey, lieber, du bekommst pinke Haare. Wow. Guck mal. Richtig gut bis jetzt. Ey, Leute, was haltet ihr eigentlich davon, dass ich meine Haare mal pink färbe? Guck mal, wie das hier aussieht. Aber Airframe. Wie viele Likes, Mina? 20.000 Likes. 20.000 ist doch ein bisschen zu viel. Sagen wir 10.000 Likes, oder? Okay, dann färbe ich meine Haare pink. Deswegen lasst jetzt alle ein Like da. Also Minas Frisur für ihr Konzert ist schon mal fertig. Heute Abend ist ja das Konzert und dafür braucht man auf jeden Fall ein krasses Outfit für die Bühne. Und ja, hier steht zwar It's my birthday, Mina. Ich glaube nicht, dass Ayliva trägt It's my birthday, oder? Ja. Und was denkst du, trägt Ayliva so etwas? Nee. Ich glaube, sie trägt auch nicht so viel Glitzer, oder? Also schon ein bisschen, aber ich nicht so viel. Ein Kleid dran. Okay, ein Kleid. Ja, weißt du was? Wir haben noch viel mehr Klamotten zur Auswahl. Und zwar hier drinnen, Mina. Komm, wir gehen mal hier rein. Genau, lass das Gehange mal da. So, hier haben wir natürlich viel mehr. Hier kannst du auch in jeden Schrank gucken. Guck mal, das ist ja richtig Ayliva-Style. Schau dir das mal an.
Ey, das sowas zieht immer einen lieber an. Weißt du, ihre Looks ähneln so ein bisschen Ariana. Und ich finde das immer wunderschön. Und ich finde, das sieht einfach richtig gut aus. Was sagst du dazu? Ist ja richtig gut, aber ich glaube, ja, lieber vielleicht auch so eine Kleider, oder? So? Das hatte sie doch bei Lilien an, oder? Guck mal. Bei Lilien hatte sie so ein rötliches Kleid an, richtig? Ja. Nehmen wir mal raus. Wow, Leute, schaut euch mal an, wie schön das aussieht. Mia, auf jeden Fall brauchen wir ein Stage-Outfit. Deine Musik hast du schon aufgenommen. Beauty-Tag haben wir schon. Jetzt brauchen wir ein Stage-Outfit und Make-up muss auch noch sitzen. Deswegen, was für ein Look willst du dir aus für die Show? Sei ehrlich. Ja. Das hier? Ja. Okay, oh mein Gott, Leute. Mina ist bereit für die Show, würde ich sagen. Mina, nimm das mal. Dann schauen wir mal, was von beiden du hier anziehst. Richtig? Okay, freust du dich schon? Bist du aufgeregt eigentlich? Ja. Du weißt, deine ganzen Fans werden auch kommen. Ja. Heute gibt es ein richtiges Auftritt. Ja, ich weiß. Oh mein Gott, hattest du schon mal einen Live-Auftritt, Mina? Nein. Noch nie? Noch nie. Oh mein Gott, dann ist es ja auch ihr erstes Mal. Soll ich ehrlich sein? Ich hatte auch noch nie einen Live-Auftritt. Oh mein Gott, also wenn ich Mina wäre, wäre ich schon richtig aufgeregt. Lass mal ein Like für sie da. So, Jansi, bevor ich zu meinem Konzert gehe, brauche ich ein Eismatcha-Latte. Eismatcha-Latte? Oh, du bist ja eingebildet. Auf jeden Fall, magst du das wirklich trinken? Leute, ich ziehe schon mal mein Outfit an. Okay. Können wir ja unser Eismatcha-Latte machen. Okay, machen wir, Mina, bis gleich. Also, Mina zieht sich jetzt um für die Show. Und ja, danach machen wir ein bisschen ihre Haare stylen und natürlich noch ein bisschen Schminke. Aber ja, davor ihr Eismatcha-Latte. Ey, Mina, wie trinkt Ayliva eigentlich ihr Eismatcha-Latte? Ganz halt kein Problem, ich zeig's dir. Okay, was machst du? Boah, die drückt einfach auf Start. Was steht denn hier? Eismatcha-Latte, ey. Cool. Ja, Leute, voll nice. Und guck mal, wie sie schon aussieht. Ihr Bühnenoutfit ist schon ready. Ey, Mina, ich kenne einen Song und der geht so. Eismatcha-Latte zu spät beim Pilates. Küsschen links, Küsschen rechts. Ich trage heute was Scharfes. Hey Leute, das war gerade zwar Shirin David, richtig Mina? Ja. Aber heute leben wir ja einen Tag als Ayliva. Aber wenn ihr möchtet, dass wir auch einen Tag mal als Shirin David leben, dann lasst auf jeden Fall 10.000 Likes da. Und wenn wir die 10.000 Likes voll haben, dann werden wir auf jeden Fall einen Tag Shirin David machen. Oh mein Gott, das wird richtig cool. Ich sag dir, die wird nur Eismatcha-Latte trinken am Tag. Die wird immer nur zu Pilates gehen, dann gehen wir auch zu Pilates. Ey Leute, schaut mal, wie Mina aussieht, wie ein kleiner Superstar. Meine Limousine. Deine Limousine? Ja. Ach, du willst doch, dass deine Limousine dich abholt zu Stage? Ja. Leute, wird Ayliva auch eigentlich in der Limo zu ihrer Stage gefahren? Ich glaube nicht, Mina, oder? Doch. Ja? Boah, du bist ja eine richtige Diva hier. Schau mal, wie du aussiehst. Ja, ich würde sagen, deine Show ist bereit. Und Zeit für ein cooles Konzert. Okay, ich halte deine Sachen, Leute. Ich bin ja ihr Manager. Hauptsache, dir geht's gut, Mina. In Klammern Ayliva. So, was macht denn die kleine Diva jetzt dort? Seid mal ehrlich. Mina wärmt sich jetzt gerade auf. Genau so, kleine Ayliva. Okay, dein Chauffeur wartet jetzt auch schon hier. So, guck mal. Boah, Leute, einfach, ihr wird noch die Tür aufgehalten. Guck mal, was ein Superstar. Ihre Haare hinten pink. Oh, danke schön, Chauffeur. So, ich gehe mal auch rein. Mina, nur richtiger Luxus für uns hier. Schau mal, jetzt wird sogar die Tür zugemacht. Boah, einfach nur Hammer, oder? Also, Mina, jetzt geht es zum Konzert. Und bitte nicht aufgeregt sein, es warten einfach 40.000 Leute auf uns. Wie soll ich nicht aufgeregt sein? Oh mein Gott, bist du aufgeregt? Ja. Leute, wie fühlt sich wohl Ayliva, bevor mal, die Show losgeht? Deine Beine losgeht? Zittern schon. Deine Beine zittern? Ja. Oh mein Gott, Leute, ich glaube, das nennt man Lampenfieber oder sowas. Egal, wir sind jetzt schon auch schon da. So, unser riesiges Stadion wartet jetzt auf uns. Minas Show geht jetzt gleich los. Perfekt gestylt, perfekte Haare, perfektes Outfit, aufgewärmt. Let's go. Mina, uns wird wieder die Tür aufgemacht. So, zum Glück komm mal nicht so lange entfernt. Genau. Oh, danke schön, Chauffeur. Danke. So, komm mal her, Mina. So, okay, jetzt geht's richtig los, ja? Na dann müssen wir jetzt noch deine High Heels anziehen und dann geht die Show los. Oh mein Gott. Ganz ehrlich, ich bin gerade im Stress. Mir fehlen noch meine High Heels. Oh nein, Leute, Mina hat gerade richtig Stress. Nein, ihr fehlen die High Heels und die ganzen Fans warten schon. Leute, sorry Fans, wenn ihr das seht. Es tut uns leid, Mia hat gerade eine kleine Verspätung. Los, Mina, passende High Heels brauchst du. Die haben manchmal noch richtig viel Stress, bevor es losgeht. Let's go, Mina. Die Leute warten. Wir machen jetzt noch ein kurzes Outfit-Check. Leute, lasst auf jeden Fall ein Like da, wenn das süß aussieht. So, ein Mini-Dress, also ein Maxi-Dress mit sehr schönen pinken High Heels. Die Show geht jetzt hier lang, Mina. Da lang. Okay, let's go. So, die letzten Sekunden vor der Show. Oh mein Gott, schnell, schnell, schnell. Aber passen denn High Heels auf? Leute, guck mal, wie die da runterläuft.
Meine Damen und Herren, sind Sie bereit für die unglaubliche Mini-Eiliebe? Ja! Mein kleiner Superstar! Let's go, Mina! Show und die Fans haben dich richtig gefeiert, ey, wirklich. Ja, das war gerade auch nur die erste Show. Die erste Show? Hast du noch mehrere Shows? Ja. Oh mein Gott, Leute, nicht vergessen, wenn ihr Mina als Shireen David sehen wollt, dann lasst auf jeden Fall 10.000 Likes da. Das wird so lustig. Lasst ein Like da, bis zum nächsten Mal.